Also ich habe ein minimales Counterplay halt gegen den Kane, ne? Ist eigentlich ganz gut an sich. Aber dafür brauche ich halt meine Spikes früher. Wenn Jörg das hier im Gegner Jungle abfuckt. Ja, ich sag ich ja Hahn, ne? Ist halt. Du hast Brücke 1, heißt du, und dann bist du plötzlich Startfeind Nummer 1 und dann wird jedes Mal in deine Richtung gejungelt. Vom Enemy Jungler wohlgemerkt. Wir haben ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber jemand hat 30 Games letzte Woche oder vorletzte Woche, hatte 30 Games sich angeschaut, in welche Richtung der Jungler passt. 25 Mal ist der Jungler in meine Richtung gepasst, also der Enemy-Jungler in meine Richtung gepasst. Und mein Jungler 9 Mal oder so. Das ist ja wirklich so. Das ist ja, ist tatsächlich der Fall. Und ich wüsste auch gern, warum. Weil, wenn du doch Deutscher bist und du siehst mich auf der Botlane, dann guckst du vielleicht erstmal, welchen Tag ich habe. Aber wenn du siehst, dass ich diesen spiele, dann jungelst du doch in mich rein. Oder nicht? Du bist ja absolut dumm, wenn du für einen anderen für einen Diamond-1-Spieler in den Diamond-1-Spieler reinspielst. Stattdessen. So. Ciri, Yasuo, Vladimir, Lee Sin. Bah, Lee Sin, er into Yasuo, er ist so eklig. Was machen wir? Nochmal eine Kaiser? Ja, ne? Wenn Ciri nicht offen ist, schon mal nur eine Kaiser. Komm, machen wir einfach. Konnte nicht First Pick Ciri. Ich kann Lust habe, mit Menschen zu reden. Das ist jetzt eine Support-Ciri. Was ist new? Leider, wenn ich dann eine OPG sehe, will ich nicht in die reinspielen. Ja, ist nicht schlimm. Dann verlierst du halt. Das ist tatsächlich eine Support-Serie. Double AD Carry Lanes sind meistens ziemlich strong. Aber wenn du denen keine Kills gibst, wird halt obviously der ADC, der supported, useless. Ich denke, das ist ein ganz gutes AP-Game wieder, ne? Ich traine ihn sogar? Ich glaube, ich actually traine. Kann man machen. Sind die Spiele natürlich immer für dich? Das ist mir schon klar. Ja, mein größtes Problem ist, weil ich einfach fucking berühmt bin. Ne? Das ist einfach scheiße, Mann. Ja, einfach so dumm. Die Leute kennen mich halt einfach. Es ist doch scheiße. Dieser Lee Sin. Wird doch wieder in mich reinspielen. Eieieiei. Wenn es wenigstens Success wäre, ne? Minions have spawned. Sollte schlafen? Scheinbar nicht, sollte auch schlafen. Weil Ciri Support, glaube ich, echt scheiße ist, so. Wenig Damage auch eigentlich. Den Supporter. Also, ich kann mir halt andere ADCs vorstellen, die mehr machen, wisst ihr? Weil das Ciri Support stelle ich mir so vor wie Kaiser Support. Einfach not good. Ihr Scaling ist natürlich schon krass, wahrscheinlich. Time to hunt.
kommt. Hold our ground. Attack them in there. Epizeri. Feed the beast. Or be its meat. But it's not even good. So. This is my purpose. Learn from it. Yeah, bro. Sorry for not healing. I can make a difference here. Nächstes Mal heal ich. Ganz sicher. Oh mein Gott. What is happening? Du sagst einfach, ich hätte keins mehr machen sollen. What is this? Wir könnten hier basen, tatsächlich. Daran ist Nami leider nicht so gut im Pushen, ne? Oh, bist du aber er kann nur fest. So, Panoloro. Panoloro. Ich. Oh, bist du süß! Schade. Freund sein, können wir tanzen! Der Jungler von innen passt weg von uns. Naja, ist fein. What's Nami doing? The hunting ground has changed. Nami likes dying, I guess. But the hunt is the same. Oh my goodness. Never count me. Oh my goodness. Well, well, well. Kutsche, danke für den Raid. Panoloro, Cheese und Fischer, danke für Resubs. Grüße euch. Hallo. Was geht? Welcome, welcome. Wie lief's bei Kutscher, lol? Was it nice? Euch gut gefühlt. Ah, lass es nein zu mir. Oh, bist du süß! Mein Freund, nein, komm jetzt an. Ich weiß, dass Lee Sin Bastard ist, Leute. Ich weiß es. I'm aware, aber könnt ihr aufhören, in jedes Game zu feeden? Bitte. Was? Warum? Wer soll denn kommen? Liest du mir doch Topside oder nicht? Elva Winning Street, holy shit. Ah, Erfolg trägt einen Namen, ne? Oh, bist und der kommt aus Braunschweig. Mein Freund sein, komm jetzt an. Einmal, danke, Freezer. Serious Support, yes. Outperformt die Name bis hierhin. Naja, weil heißt auch vom Dynami, aber Jungle ist eine tolle Rolle. Das ist einfach, was ich sagen möchte an der Stelle. Okay. Also mit einem hardwinning Jungler kann auch Ciri funktionieren.
Das ist nicht das beste Statement, was man machen kann. Get up. Stand firm. Strike hard. Ich fetter Inter. Das ist halt so useless, ne? Dieses W. Der wird später noch besser, wahrscheinlich. Aber der W so an sich ist halt nicht gut und der Scaling ist auch, also ist auch kein Damage Spell. Kein guter. Aber der ist ja allein, ne? Also. Was ist das für ein Laufweg? What is happening? What am I looking at? What? Ich bin am Freitag um 19 Uhr in Berlin. Gehen wir demnach noch Tornados zünden. Also ich werde mich erstmal mit Uso komplett begießen, so. Und wenn das dann ist, dann sehe ich uns auch noch ein paar Tornados, ne? Also solange halt was offen hat. Ich bin sehr sicher, dass nichts eine Round ist. Nehme ich noch. Es ist so cringe. Hat jemand das Cringe-Meta dabei? Weil das ist halt wirklich sehr cringe. Die werden mich chasen, bis ich in die Base laufe, oder? Seid ehrlich. Schickt komplett aus, oder? Das habe ich befürchtet. Also eine huge Wave, ne? Ich hätte lieber die Wave nehmen sollen. Das ist einfach schlecht, was die Nami called. So. Ich weiß, dass die da. Ich weiß, dass die Lee Sin eigentlich noch da ist, so. Aber doesn't matter. Jungle ist einfach eine so oppressive Role. Ich habe nicht einen Tod. Und der Jungler spielt für Botside und mein Game ist vorbei. Ich kann nichts mehr tun. Und die gewinnt das Spiel dafür. Jedes Game. Gleiche. So sad. So, Play kann sein, die Sin ist hier vor, also die Sin ist Botlane again. Kickt mich in die Gegner und ich bin tot. Er muss einfach nur hinter mir auftauchen. Schlimm. Einfach terrible. Ich habe, glaube ich, nicht einen Fehler gemacht, dieses Game. Bin 20 CS down. Bis jetzt keinen Fehler, den ich gemacht habe. Den Zug zurücknehmen, was meinst du urzeittechnisch? Ich frage da mal Johnny nach. Also der Tisch ist auch reserviert für 20 Uhr, ne? Ich glaube, ich habe 20 Uhr gesagt. Du kannst auch nur trotzdem um 19 Uhr kommen. Ja, muss ich Johnny fragen, weil der kennt ja so eine Shisha-Bar ganz gut. Und ist Legend already, ne? Man darf nicht über man kann nicht über die Lane laufen, leider. Und ich muss den Tornado dodgen. Ich habe versucht über die Wall zu kommen, aber konnte ich nicht. Sind sie bis 4:30 Uhr? Entweder um 0:36 Uhr, dann 0:36 Uhr lieber.
Oh ja, nimmt den schön hops, den Jungler. Nice. Und dann auch noch auf Nami. Genius. Kann Kaiser nicht drüber. Ich denke schon. Nur ging es in dem Fall nicht. Ist das jetzt worth it so? Für den Support, für die Support-Serie zu spielen? Nee, Mann, ich kann keine Kaiser mehr picken, ne? Es ist, wenn mein Team mich verarscht so, dann ist mein Champ so useless für so lange Zeit. Das Kaiser macht so viel Spaß zu spielen, ne? Don't get me wrong, aber ich bin einfach nur scheiße weak. Das Mana-Mune ist nicht mal mein Kühlwolf, ist ja. Nicht mal das. Ja, war Basen. Nichts gegen das Sugen. 0 oder 36 lohnt auch 0, wir ziehen durch. Ich bin nicht der Typ, der durchzieht. Außerdem habe ich vor, mit den ersten Usos so reinzuknallen, dass ich wahrscheinlich so um 1 Uhr im Bett bin. Ich meine Uso-Tornado, quasi. Dürfen wir das denn? Ich glaube, das ist highly illegal, oder? Wo plant er die Nami hinzuspielen? What the fuck? Wo plant er die Nami hinzuspielen, so? Okay, wir sehen den Rest, ne? Du Wichser! Na, aber spätestens haben sie noch nicht auf. Corona-bedingt. Glaube ich. Also ich bin fast sicher. Wir jetzt durch Spandau gelaufen, durch ganz scheiß Spandau. Und alles hat er zu. Beim Kühlwolf. Aber ich bin zu spät, ne? Wir haben Goldrinker schon. Sonst wäre ich drin. Aber ich will jetzt nicht nach Berlin reinfahren. Ne? Ist alles da. Du wirst die Runde jetzt nicht so genießen, glaube ich. Also, Kevin Westphal, schon mal jemand, der auf jeden Fall auch Party machen kann, glaube ich. Ist auf jeden Fall ein Partygänger. Und dann haben wir... Naja, Tolkien Leute trinken nie. Johnny ist noch nicht ganz ready. Naja, und Kim trinkt, geht halt um, naja, 0 Uhr schlafen, denke ich. Wir müssen auf jeden Fall respektieren gerade, ne, den bisschen. Richtig. Nami, du bist ein bisschen Lee Sin an dir dran, du. Nice, ein Double. Oh, yes.
You're so fucking good. So fucking clean, my friends. Nice! Richtig gefreut, der Astral. Ne? Richtig, richtig schön hochgesprungen. Aber ja, das war's. Wir sind zu sechst. Crapo kann leider nicht. Nehmen wir auch noch mit. Ich hab auch Zeit, ne? So, die Gegner pressen jetzt nicht mega hart, nicht zu geben. Wir haben richtig gute Vision auch. Heißt League of Legends einigermaßen playable hier für uns in dem Game, wahrscheinlich. Community? Eher nicht. This one, ne? Anger is useless to me, friends. Tun sie noch nicht ganz verstanden, dass sie quasi gar nicht studieren muss, weil Twitch Prime ja kostenlos ist. Versteht ihr? Ich glaube, das ist ja noch nicht ganz klar. Also man muss ja gar nichts können, um Geld zu verdienen. Scheiße, das müssen die sich in meinem Arschloch. Ey, Luray, supi, dankeschön, danke für den Resub. Warum wird Camille jetzt gepinkt? Macht die nicht einen übertrieben nicen Job so? Oder am I lost? What did I just witness? I mean, ich bin ADC. Das ist halt super pointless und super useless normalerweise, so eine Serie, aber. Well. Okay, Freunde. Achso, also der bekommt in 10 Sekunden, ne? Das ist falsch. Das ist das erste Mal halt. Also, das heißt das erste Mal. Aber ist jetzt, ich kann jetzt endlich Kaiser spielen, wisst ihr? So, jetzt geht das Game los. Und jetzt ist Kaiser auch richtig, richtig cool. Einer der coolsten ADCs wahrscheinlich. Weil das Bild einfach mega Spaß macht, weil du einfach ein Assassin bist. So fühlen sich halt wahrscheinlich Assassins jedes Game, aber ich fühle mich, also es ist halt einfach nice. Ich kann jetzt Invis gehen, ich kann Leute one-shotten. Da ist so ein Note-Boy für sie.
Ja, das kann nicht mein Job sein. Nice. Aber können wir so spielen. Können wir so nehmen. Nee, nee, nee. I'm out. I am out, guys. Let's go. We'll be ready. I'll make sure of it. So, können wir auf Red Buff warten noch, ne? Die wird unten keinen Player auf die Diana aggressiv machen, glaube ich. Wir müssen gucken, wer Mitte annimmt von denen. Okay, die beiden. Dann kann Diana unten einfach nehmen. Ja, ich bin strong, Leute. I'm ready. I'm ready to fuck. Darf ich hier lang? Ja, so ist nicht da. Also komm, die Karten sind ein bisschen beschränkt von denen. Komm mit someone. Und da tut doch einfach dieser someone. Okay, wir sehen alle relevanten Spieler sehen wir. Auf der oberen Linie. Ja, nee, können schon fighten. Oh, wenn ich das hätte, ne? Okay, Bro. Ich sehe, du hast selbst genug Healing. Was ist jetzt passiert? Junge, jetzt gerade, wo es Spaß macht, oder was? Jetzt gerade, wo es Spaß macht? Story of Pain, danke für Zap. Die Camille hat einfach gute Roams gehabt, denke ich. So hat man also Top-Down übrigens Impact, ne? Ich call's nochmal. Wow. Right. Wow. What the fuck? Most Damage dealt. Wie viel Damage davon war sinnvoll, muss man vielleicht fragen, aber. Naja, also, die können halt so viel in mich reinspielen, wie sie wollen. Wenn sie am Ende ihre Champs nicht spielen können, ist das Game vorbei, ne? Ist halt so, die hatten alles in der Hand, dann haben sie halt nicht weiter in mich reingespielt. Ich hatte ein Comeback und meine Topside hat profitieren können davon. Das ist doch schön. Das ist immer so, immer AP-Serie Support. Ja, würde ich trotzdem jemandem empfehlen, das ist wahrscheinlich ein sehr hartes Solo-Queue-Ding. Aber maybe macht das Spaß. Ne? So, ich schicke euch mal dem Hähnchen rüber. Hans streamt noch. Viel Spaß bei dem.